unserer Restaurant-Room-Tour. Wir zeigen euch unser Restaurant. Hier unten ist der Parkplatz. Dort können die Autos parken, wie gewöhnlich. Dann gibt's da das Schild. Da steht Willkommen zum J'aimerais toi Restaurant. Hier neben den Türen gibt's einen Garten. Hier einmal eine kleine Wiese, auf der anderen Seite ein paar Hecken. Dann jetzt gehen wir ins Restaurant. Hier haben wir einen roten Teppich, mit dem man begrüßt wird. Hier dann noch ein paar Tische mit Kerzen und mit Menükarten. Dann gibt's noch die Küche. Hier ist ein Kühlschrank. Hier bratet man Fleisch und so. Da ist ein Herd. Hier ist der Kühlschrank. Und hier sind Vorräte. Dann da unten ist die Weinerei. Ich komme nicht runter. Dann hier sind überall Weinfässer und hier ist Trankgeschaden, sieht aus wie Wein. Und hier überall sind Sachen gelagert. Also ist Wein gelagert, natürlich. Da ist dann der Kühlraum für Fleisch und so. Jetzt kommen wir zur Toilette. Die Toilette, die hat einmal ein Damenklo und ein Herrenklo. Man kann es von innen aufschließen. Damen, Herren. Man kann es von innen auch zuschließen. Den Hebel. Und da gibt es eine Toilette. Komm nicht rein. Und da jetzt dann kommen wir zur oberen Etage. Hier hat es einen schönen Ausblick und hier sind viele Tische mit romantischen Kerzen und mit schönen Menükarten. Willst du noch rausgehen? Jetzt gehen wir in den Außenbereich um das Restaurant herum. Hier haben wir schöne Hügel gemacht, ein paar Bäume gepflanzt, Blumen blühen lassen. Und hier hinten sind ein paar Müllsäcke, weil viel Müll weggeschmissen wird. Und hier haben wir einen schönen Berg, wo Wasser runterfließt und da sind auch Kohleerze, Eisenerze. Also cool. Dann ist hier wieder ein kleiner Hügel und wieder ein paar Bäume. Und der Parkplatz hat außerdem auch noch zwei Behindertenparkplätze für die ganz dicken Leute. Dann sind hier unsere Büros. Dann einmal der die ganze Landschaft gemacht hat, hat auch eine Trophäe bekommen aus Netherite wegen Stärke. Steht für Stärke. Dann hier noch Bücherregale und ein Tisch.
hier noch und hier noch Schubladen. Dann kommen wir zu mir, zu meinem Büro. Hier habe ich die goldene Trophäe. Die steht für was? Für was ist noch? Für Ehre. Und ich habe natürlich alles voll mit Blättern und so auf meinem Tisch, weil ich viel zu arbeiten habe. Und ich habe noch ein Haustier, und zwar ein Axolotl, die neu hinzugekommen sind. Oder 1.17. Muss ich dann aber auch reparieren. Ich muss das noch mal kurz reparieren, weil ich wollte nur kurz zeigen. Hier habe ich dann noch eine Schublade und schöne Bilder. Dann hier, dann kommen wir jetzt zu dem letzten Büro. Das ist nämlich die Architektin. Die hat eine goldene Diamantrüstung, also Trophäe. Eine Trophäe aus Diamant, weil die steht für Mut. Hier noch ein Sonnenuntergangbild. Und sie hat ein gelbes Axolotl. Fast so wie ich. Dann hier auch ein Tisch mit ein paar Blättern drauf. Und ein Buchtor an der Wand. Also, das war's jetzt mit unserer Roomtour. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.